Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Coronavirus, das hält uns nach wie vor in Atem, es bestimmt nach wie vor unseren Alltag. Und ich möchte an dieser Stelle zunächst einmal danken unseren heimischen Unternehmen, unseren Metzger, unseren Bäckereien, die trotz der aktuellen Situation kreativ geworden sind, Hilfe anbieten. Aber auch möchte ich danken, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer zum Beispiel an unseren Supermarktkassen hier tagtäglich hohen Risiken ausgesetzt sind und trotzdem ihren Mann, ihre Frau stehen. Das ist sehr lobenswert und gebührt der vollen Anerkennung. Da schon mal vielen, vielen Dank. Aber ich möchte auch unseren Bürgerinnen und Bürgern danken. Vielen Dank, dass Sie so diszipliniert im Moment sind. Hier in Villmar haben wir so gut wie keine Probleme. Wir haben derzeit einen offiziell gemeldeten Fall. Das ist aber angesichts der großen Anzahl, die wir mittlerweile haben, sehr gering. Und ich bitte an dieser Stelle auch nochmal alle, sich daran zu halten, an die Verordnung, diese umzusetzen. Also sprich, nur noch zu zweit draußen zu sein, sich so aufzuhalten in keiner größeren Gruppe. Und wirklich auch sollte man Menschen begegnen, den Abstand einzuhalten von mindestens 1,50 Meter, besser 2 Meter. Aber auch die Hygieneregeln, sprich Hände waschen oder desinfizieren, soweit es möglich ist. Das hilft uns allen weiter und ich bin mir sicher, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das alles überstanden haben. Aber mit viel Geduld und Disziplin können wir das schaffen. Und vielleicht schaffen wir das auch im Mai, hoffentlich eher noch im April, wieder zu etwas Normalität zurückzufinden.